Jetzt gehen wir mal rein und checken den Maybach aus. Schauen ihn zuerst an. Ich habe ihn mir jetzt geholt, ohne ihn vorher Probe zu fahren. So Leute, als alter Möbelpacker darf ich mir natürlich nicht nehmen lassen, das Ding selber mit hochzuschleppen. Ich glaube, es geht vom Komfort nicht mehr höher. Das Thema, wie kamt ihr rein in die Selbstständigkeit? Und jetzt würde ich sagen, gehen wir noch mal rüber und schauen uns das Ganze drüben an. Viele fragen ja, wie viele Quadratmeter sind es? Das sind ungefähr so 220. Ja Leute, heute geht's um den Maybach, den neuen. Heute geht's auch hier um das neue Penthouse. Hier kommt gleich der Holztisch hin. Den holen wir jetzt gleich ab, die Jungs sind schon da. Aber ich werde auch dieses Thema nutzen als Aufhänger, um ein bisschen über Ziele zu sprechen, Visionen, politische Dinge, meine eigene persönliche Mission, die ich habe. Und ich weiß, dass solche Themen normalerweise nicht so viele Klicks anziehen. Und deswegen nehmen wir jetzt mal schön den Maybach her und wir brauchen den für Klicks. Selber mit hochzuschleppen. Keine Angst, wir machen gleich sowieso noch ein Interview. Wir zeigen das Haus, wir zeigen die ganzen Sachen, sprechen über das Thema Firmengründung, Unternehmertum, Selbstständigkeit. Wenn wir alles noch machen, keine Angst. Wir noch kurz ein 10-minütiges Interview ein. Es wird um folgende Punkte gehen. Und zwar erstmal um das Thema Tischbau, Holz, euer Produkt. Das wird Punkt 1 sein. Denn ich finde, bei mir passt wirklich mega geil rein. Also es passt zur Küche, es passt zum Boden, es passt zu allem. Ich liebe den Geruch. Wir haben vorhin schon gesprochen, ich mag auch echte Naturmaterialien, nicht dieses ganze Kunststoffzeug. Und dann natürlich noch ein weiteres Thema, was auch vor allem meine Zuschauer immer sehr interessiert. Das Thema, wie kamt ihr rein in die Selbstständigkeit? Wie baut ihr jetzt auch dieses Unternehmen, was ihr da habt, in Zukunft aus? Also das Thema einmal reinkommen. Das Thema 2, Skalierung dann von dem Ganzen. Also Marketing, Verkauf, wo bekommt ihr die Kunden her? Denn sehr viele Leute haben auch ein richtig cooles Produkt, aber kriegen es einfach nicht an den Mann. Das heißt, bitte mal ganz kurz vorstellen und erstmal so ein, zwei Minuten rein über das Produkt, über das, was ihr macht. Okay, also ich bin Florian Lange, mir gehört die Firma, jetzt mit dem Geschäftspartner Janis. Und wie sind wir hingekommen? Das ist mehr oder weniger aus Versehen passiert. Also aus einer kleinen Beziehungskrise heraus habe ich irgendwie Ablenkung gesucht und habe dann irgendwas zusammengebastelt, auf gut Deutsch, habe das dann Freunden geschenkt. Und dann wollten die Freundesfreunde auch wieder das haben, also irgendwie einen Tisch oder so ein kleines Brettchen. Und dann ist das einfach so weitergegangen. Und dann war die Nachfrage dann so groß, dass ich mich dann selbstständig gemacht habe, weil eigentlich bin ich Physiotherapeut und hatte einfach auf den Job auch keinen Bock mehr, weil es einfach so sich so runterzieht so ein bisschen, weil man sieht nicht wirklich, was man gemacht hat. Und bei was Handwerklichem siehst du einfach dann, was du gemacht hast. Wenn du jetzt Menschen hilfst, ist ja auch cool, macht auch Spaß und das ganze Wissen dahinter ist auch extrem geil. Nur das befriedigt auf Dauer nicht so wirklich, den Menschen zu helfen. Dich jetzt nicht? Nee, mich genau, nicht. Genau, ja. Vielleicht gibt es andere, klar, vielleicht gibt es jetzt andere Leute, die finden das mega befriedigend. Ja. Ja. Nur von mir gesprochen erstmal. Genau, ja. Bei dir gesprochen. Wie schaut es bei dir aus? Ja, zusammengekommen sind wir dann eigentlich, ich habe ursprünglich Architektur studiert. Architektur, okay. Und ja, Flo und ich, wir kennen es eigentlich schon ziemlich lange, seit der Schule dann was. Und im Architekturbereich lernt man viel, gerade im 3D-Modellieren, mit 3D-Programmen umzugehen und so weiter. Das ist auch ein großer Vorteil. Ja, und dann kamen wir zusammen, weil er für einen Klienten von uns ein Untergestell bauen wollte, wo man jetzt aber nicht einfach dann irgendwie zum Laser gehen kann und sagen kann, ja, schauen Sie mal hier, ich möchte das und das und die Größe und so und nicht irgendwelche Skizzen aufzeichnen kann.
Und deswegen haben wir dann zusammen halt in 3D so ein Modell erstellt. Und der Vorteil daraus ist dann einfach, dass man die Dateien direkt daraus extrahieren kann, das dann an den Laser weitergeben kann und der lasert dann die Platten halt perfekt aus. Das war das erste Mal, dass wir so zusammengearbeitet haben. Ja, sodass man die dann halt quasi perfekt zusammenschweißen kann und das am Ende original so aussieht wie im 3D. Mhm. Und so sind wir dann zusammengekommen und haben dann halt angefangen, immer mal ein bisschen mehr zusammenzuarbeiten und das hat sich dann einfach so ergeben. Das nächste, was uns dann, sorry, dass ich unterbreche, aber nochmal, das nächste, was uns dann wirklich richtig gepusht hat, ist, wie wir dich jetzt auch kontaktiert haben über Instagram, haben wir dann für Bushido einen Tisch gebaut, einen Schreibtisch. Und das hat uns dann nochmal natürlich richtig gepusht. Wir wollten einen 5 Meter langen Wellness-Schreibtisch haben. Den haben wir dann gebaut und das war natürlich nochmal so richtig Start, quasi so Motivationsschub. Irgendwann hast du dich ja entscheiden müssen, mache ich das Ganze jetzt wirklich Vollzeit, will ich daraus ein echtes Business machen oder suche ich mir doch was anderes? Wann kam so der Zeitpunkt, als du dir gesagt hast, weißt du was, ich mache das wirklich Vollzeit und ich will daraus ein Unternehmen machen? Also der Gedanke war schon von Anfang an da. Okay. Also nicht von ganz von Anfang an, vielleicht so die ersten, ja, nach den ersten 4 Monaten, 5 Monaten vielleicht. Hab dann aber immer noch weiter in meinem Job gearbeitet, weil ich halt nicht die finanziellen Freiheiten hatte, um das halt vollkommen durchzustarten, und habe dann halt nebenbei noch als Physiotherapeut gearbeitet, habe das halt meine Physiotherapiestunden reduziert und habe dann halt versucht mehr zu machen, sodass ich gerade noch so mit Versicherungen etc. im richtigen Job dann Physiotherapeut durchkam, um mir dann halt mehr Zeit zu schaufeln, um das, was ich wirklich machen will, so Tische, Inneneinrichtungen, Betten bauen wir auch. Inwiefern wollt ihr jetzt überhaupt Marketing machen, die Firma skalieren, mehr Mitarbeiter? Also was sind da so die Ziele? Das ist eine gute Frage. Ja. Zurzeit, muss ich ehrlich sagen, läuft das einfach mehr so vor sich hin. Mhm. Natürlich schon mit einem intrinsischen Plan von mir, wie ich mir das vorstelle, wie das zu sein hat, was wir bauen, welchen Leuten wir das bauen und vor allem wie viel. Nur in manchen Situationen kommt das von sich aus. Mhm. Also, dass ich mich mehr da versuche, irgendwie leiten zu lassen von den Umständen einfach. Mhm. Ich habe jetzt nicht so ein festes Ziel, dass ich sage, 2025 will ich 80 Mitarbeiter haben. Also, wobei das auch gar nicht mein Ziel ist, weil das viel zu groß ist. Und ich will das eher klein und qualitativ halten. Dann verlängert man lieber die Wartezeit für das Produkt und halt einfach den Prestige dafür. Mhm. Einfach, dass wir Branding, weil Branding machen wir auch sehr stark. Das ist eher das Ziel, das langfristige. Da habe ich jetzt auch ein richtig cooles Beispiel. Und zwar, da gibt es in den USA eine Designerin, die macht Jeans. Und die macht nur 1000 Jeans pro Jahr. Das ist geil. Und die macht die natürlich nur für exklusive Kunden, limitiert auf 1000 pro Jahr. Da kostet so eine Jeans eben auch mehrere 1000 Euro. Ja. Wird natürlich auch die Jeans immer speziell custom gemacht. Und ja, es werden halt nur so viel pro Jahr gemacht. Ja, das finde ich gut. Und entweder du machst es halt und bezahlst den Preis und natürlich musst du halt auch warten oder halt nicht. Ja. Jetzt sind wir eben angekommen bei Mercedes. Jetzt bin ich extrem gespannt, denn die S-Klasse hier war für mich das allergeilste Auto, was ich bisher in der Komfortklasse hatte. Jetzt mal ausgenommen Sportwagen, weil das für mich zwei komplett unterschiedliche Kategorien sind. Und ich kann es mir nicht vorstellen, dass es was noch bequemeres gibt als die S-Klasse hier. Denn ich bin jetzt auch zwischenzeitlich Bentley gefahren, Rolls-Royce gefahren, nicht selber besessen, aber gefahren. Und es war nicht so bequem wie die S-Klasse. Vor allem der Unterschied zum Panamera früher, jetzt zur S-Klasse, war ein riesiger Unterschied. Jetzt gehen wir mal rein und checken den Maybach aus. Schauen ihn zuerst an. Ich habe ihn mir jetzt geholt, ohne ihn vorher Probe zu fahren. Deswegen, ich bin extrem gespannt. Schauen wir uns das Ganze mal an. Schau dir mal an, wie riesig das Ding ist. Anschaust, dass du halt auch richtig gechillt einsteigen kannst. Boah. Also, machen wir auf, oder? Jetzt ja, ganz langsam, wir müssen erstmal hier vorne, komm, hier vorne müssen wir schauen, dass es ganz langsam. Ja, schau dir mal das hier an. Ha
schau dir mal das an. Ja, schau dir mal das an. Matt weiß. Patrick, wie heißt die Farbe? Designio Kaschmir Weiß Matt. Designio Kaschmir Weiß Matt. Designio Kaschmir Weiß Matt. Ja, ist das geil. Und wir haben natürlich nicht die Opa-Felgen genommen, sondern richtig geile Felgen. Schau dir mal das an. Richtig geile Felgen. Super stylisch auf jeden Fall. Das ist für einen kleinen Kontrast hast du auch zum weißen Auto. Ne? Boah. Das war ja eigentlich auch deine Idee mit den Felgen, ne? Ja, klar. Für die Felgen. Jetzt haben wir. Ein bisschen von der Masse ab. Ne? Gut, so ein Auto sieht man nicht allzu oft rumfahren auf der Straße, aber ich hab ihn auch, dann hast du diese klassischen Maybach-Felgen drauf und das ist halt nochmal so ein kleiner persönlicher Touch. Kannst du jetzt mal ganz kurz sagen, was jetzt die größten Unterschiede von außen sind? Mhm. Von außen ist zum einen ein größerer verlängerter Radstand, also sprich, das siehst du an der Tür allein schon. Mhm. Ja, du hast halt einfach nochmal einen größeren Komfort hinten beim Einstieg, du hast nochmal deutlich mehr Platz, wenn du magst. Ich öffne jetzt immer mal die Tür hier. Achte mal an die Beleuchtung. Guck mal, unten die Maybach-Beleuchtung. Kann man hier sehen, unten die Maybach-Beleuchtung. Wie du siehst, du hast halt einfach deutlich mehr Beinfreiheit jetzt. Ne? Jetzt check ich mal direkt hier den Einstieg ab. Boah, es hat nochmal viel mehr Platz. Also es ist echt brutal. Es ist ja brutal. Hat man hier das Maybach-Logo. Und wir haben es auch innen drin null Opa-Style gemacht, sondern wirklich richtig geiler, moderner Style. Ich wollte auch nicht so dieses ganze Gesteppte, sondern wirklich ja einfach dieses richtig coole Muster. Der schwarze Holz, richtig geil. Hier hinten, oh, die Kissen. Die Kissen. Erzähl mal, Patrick, erzähl mal ein bisschen, was jetzt hier die Unterschiede sind zu deiner jetzigen S-Klasse. Genau, zur S-Klasse. Du hast es ja schon gemerkt beim Einstieg, du hast einfach einen bequemeren Einstieg. Also du steigst einfach nochmal viel entspannter ein und aus, weil eben die Tür allein schon etwas größer ist. Du hast es natürlich sofort gemerkt an der Freiheit, eben an der Beinfreiheit. Sprich, du kannst entspannter arbeiten. Die Ruhfunktion ist auch gegeben, wenn du aufmachst die Mittelkonsole. Hinten wirst du sehen, deine Klapptische sind auch wieder drinnen, dass du entspannt arbeiten kannst. Hier ist das Ding hier mit. Das ist zum Handyladen, also induktives Laden eben fürs Handy. Ah, hier kann ich jetzt quasi einmal, kann ich jetzt hier so das iPhone, was natürlich auch farblich perfekt passt, kann ich jetzt hier das iPhone drauflegen, dann lädt das Ganze. Genau. Dann, was habe ich jetzt hier? Was ist dieses Ding hier? Selber nochmal schauen, was das ist. Leute, da müssen wir selber schauen. Ah, jetzt ja. Hier, komplette Fernbedienung. Zum Telefonieren eben. Da haben wir das Telefoniepaket mit drinnen, dass du über die Außenantenne telefonieren kannst. Genau, über die Außenantenne, dass es richtig geilen Empfang gibt. Genau. Richtig geiler Empfang. Dann haben wir hier zum Kühlen, zum Warmmachen die Getränke. Was mir natürlich auch sofort auffällt, dieses ganze Ding hier ist viel, viel länger, als es vorher war. Genau. Hier nochmal. Da ist der Zigarettenanzünder, den brauche ich für meine ganzen Ladekabel. Wir haben jetzt hier nochmal das Maybach-Zeichen. Mhm. Das musst du mal von der anderen Seite kurz abchecken. Und natürlich hier das Wappen. Ne? Schön hier das Maybach-Wappen. Was haben wir jetzt eigentlich hier alles genommen? Kühlfach. Ah, Kühlfach. Ja. Jetzt haben wir hier haben wir jetzt einen Kühlschrank oder wie? Da haben wir jetzt ein Kühlfach, genau. Wenn du magst, hast du ja aufgemacht. Da passen ein paar Shampoosflaschen rein. Shampoosflaschen, Leute. Natürlich. Haben wir oder deine Supplements. Genau, Supplements, also Juicery-Säfte passen hier gut Juicery rein, oder? Juicery-Säfte, genau. Juicery-Säfte. Juicery-Säfte, ja. Seit neuestem gibt es ja eine Kooperation zwischen Maybach Exklusiv und Juicery für den. Ja, Spaß. Aber geil wär's, ja? Ja. Und dann haben wir hier drin CD-Lauffach. Hier haben wir also die Juicery-Flaschen gekühlt. Machen wir das hier zu, dann, was haben wir jetzt hier nochmal zusätzlich? Ah, das ist doch hier für das Beinteil, oder? Beinteil, genau. Das müssen wir nachher. Oh, schaut mal her, Leute. Dass du nochmal richtig schön gepolstert hast. Jetzt geht hier das Beinteil hoch. Schaut euch mal diese krassen Burmeister-Dinger an. Das gab es früher auch nicht. War bei dir in der S-Klasse? Das war bei der S-Klasse auch nicht drin. Also hinten diesen Burmeister-Sound, richtig geil. Und schaut mal an. Ich kann quasi von hier hinten, kann ich jetzt diesen Vordersitz bedienen, schaut mal. Jetzt fährt der vor. Und jetzt bin ich hier so komplett drin.
Was mache ich hier noch? Das ist der Shortcut für die Liegefunktion, ja. Normalerweise nur drauf drücken. Ja, Liegefunktion, ja. Ein Pferd, der sitzt, da brauchst du nur draufbleiben. Ein Pferd, der sitzt so in die Position. Das tue ich dann eben. Guck mal, ich komme da gar nicht vor mit den, ja, mit den Füßen. Und du bist jetzt auch nicht der Kleinste, ne? Und ich bin auch nicht der Kleinste, ja. Nur der Zweitkleinste. Schau mal. So, und jetzt gehe ich wieder auf meinen Sitz, genau. Und der geht auch hier nochmal gut weiter nach hinten wie die S-Klasse, oder? Also der geht jetzt hier nochmal richtig gut weiter nach hinten wie die S-Klasse. Also du bist jetzt hier, also du bist wie im Endeffekt. Du merkst es auch hier, das hast du mit der S-Klasse auch nicht, dieses kleine Stück hier noch. Ah, genau, schaut her, Leute, dieses kleine Stück nochmal. Ja, schaut mal. Also es ist hinten nochmal deutlich geiler. Also ich sitze jetzt hier so richtig krass drin. Ja, mega geil. Also es ist wirklich die gelungenste Kombination zwischen diesem geilen schwarzen Holz, dem Schwarz, dem Beige. Also es sieht einfach nur mega geil aus. Richtig, richtig, richtig geil. Und dann gibt es hier die Tische dazu. Schaut her. Dann kann ich jetzt hier arbeiten. Ich bin echt mal nachher gespannt, wie das Auto hier so fährt. Aber das ist ja schon wirklich... Ich glaube, es geht vom Komfort nicht mehr höher. Und der Maybach, der sieht jetzt auch nicht mehr so oldschool aus. Und der sieht jetzt wirklich richtig geil und neu aus. Weitere Features kommen nachher noch. Ich will jetzt nur noch mal kurz nach vorne gehen und mir da noch ein, zwei Sachen zeigen lassen. So, jetzt sind wir hier vorne. Und... Ja, vorne ist im Endeffekt so gut wie, oder ich glaube sogar alles gleich, oder? Also vom Bedienkonzept her ist eigentlich kein Unterschied. Oh, noch eine IWC Schaffhausen-Uhr, genau, haben wir drin. Ich wollte gerade sagen, hast du jetzt noch eine vernünftige Uhr mit drinnen. Genau, eine vernünftige Uhr. Maybach ist nochmal hervorgehoben auf dem Zierelement. Im Lenkrad ist es nochmal eingraviert. Und natürlich wieder das Wappen auf der Mittelkonsole eben drauf. Hier, Mittelkonsole. Genau. Was haben wir jetzt hier? Ich mach mal auf. Das ist auch wieder so wie vorher. Hier induktives Laden. Aber mir taugt es einfach jetzt mehr mit diesem hellen Look. Also einfach dieses helle Leder ist für mich jetzt irgendwie geil. Ich hatte davor zu viel Dunkel im Auto. Das war eine Kombination zwischen Dunkelbraun und Schwarz. Und einfach diese Kombination, die gefällt mir jetzt einfach dann doch besser, muss ich sagen. Lenkrad. Auch mega geil. Also saubequem. Ich werde es nicht oft halten, ja, Gott sei Dank, weil ich habe auch schon 6 Punkte, Leute, oder 7, 6 oder 7 Punkte habe ich, 6 oder 7 Punkte, einmal mit McLaren innerorts, der AMG ist, also diverse Verstöße, deswegen setze ich mich lieber nach hinten und lasse mich lieber fahren, einmal ist es produktiver, zweimal ist es auch wirklich sicherer. Es macht einfach eine bessere Stimmung, finde ich, wenn man die Farbkombination mit dem Hellen hat. Schön ruhig, wie es sein muss. Jetzt könnt ihr mal direkt sehen, hier Maybach, da S-Klasse. Ja, geil. Home to the mountain.
Jetzt haben wir schon mal den fertig aufgebauten Tisch hier. Das ist Punkt 1. Hier diese Tischecke, da kommen dann noch schöne schwarze Stühle. Dann wird hier noch komplett erweitert. Da haben wir also hier komplett einmal eine Bücherregalwand. Dann gibt es hier einen richtig coolen Platz zum Sitzen. Da wird es da ein paar Lichter geben. Und dann machen wir Folgendes, und zwar, wir machen dann hier einen Flatscreen hin. Das heißt also, dass alle Parteien, da können ungefähr 8 bis 10 Leute sitzen, und dann können die alle hier am Flatscreen gewisse Präsentationen anschauen. So, dann geht's weiter. Hier haben wir einmal natürlich Küche und auch Showküche. Das heißt also, für Juicery können wir hier richtig coole Sachen abfilmen. Viele von euch wissen ja, es gibt die neuen Nahrungsergänzungsmittel auch von Juicery neben den Saftkuren. Jetzt haben wir in Stuttgart schon einen neuen Laden, das müsst ihr unbedingt abchecken. Richtig geil, natürlich nicht zu 100% aufgeräumt, weil dieses Video auch relativ spontan ist. Ja? Dann, was richtig cool ist, schaut mal her, hier gibt es einen Abzug, der zieht das Ganze nach innen rein. Natürlich auch cool zum Filmen, dann hängt jetzt nicht hier oben irgendwo was. Tu mir den Apfel weg. Ja, der Apfel. Servus. Ja. Haben wir den Apfel, den schmeiße ich aber nicht weg, weil entweder ist es noch das Pferd oder irgendjemand anders ist es. Dann geht es hier weiter. Was wir jetzt hier haben, ganz cool, weil ich auch sehr häufig ohne viel Fett arbeiten will, haben wir jetzt hier einen Dampfgarer. Das Ganze schaut dann so aus, okay? Also Dampfgarer, richtig cool. Dann haben wir natürlich hier die ganzen Kühlschränke, alles. Dann gibt es da noch Fächer, hier noch Zeug. Jetzt gehen wir mal ganz kurz raus, bevor wir dann auf der anderen Seite wieder reinkommen. Und mal hier so, zack. Eben mal. Ist hier an, Sonnenuntergang, schaut richtig geil aus. Das ganze Ding kann man dann wirklich schnell aufmachen, falls man vielleicht so alle paar Monate mal eine kleine Cocktailparty machen möchte. Was wir jetzt hier haben, ist ein Kamin aus Frankreich. Kamin aus Frankreich, da kommt das Holz rein, da unten gibt es den Luftzufluss, hier gibt es dann die Luft, die weggeht. Jetzt gucken wir das coole hier an. Kann man anmachen, ausmachen, dimmen, runterstellen, höher stellen. Also wirklich auch coole Lichter, hier einige coole Gimmicks. Und was ich einfach richtig mag, ist, ich mag Naturstoffe. Also hier Naturstein, echtes Holz, da drüben echtes Holz, Sichtbeton, Glas, Stahl. Das sind wirklich so die Dinge, die ich mag. Und was haben wir jetzt hier? Hier haben wir jetzt ein Home Gym von Men's Health, Women's Health und Lucadora. Ich werde auch mal einblenden, wo man sich all diese Dinge hier bestellen kann. Das allerbeste Preis-Leistungs-Verhältnis. Also ich kann es absolut nur empfehlen. Dann, was noch fehlt, ich brauche noch viel mehr Pflanzen. Also es müssen noch viel mehr Pflanzen her. Und dann habe ich jetzt dieses Eck hier alles weiß gehalten. Also ich möchte alles weiß haben mit Pflanzen. Und das ist jetzt hier mehr gedacht so zum Essen. Okay, zum Essen. Und das da drüben ist jetzt mehr gedacht zum Arbeiten. Okay. Und haben natürlich auch noch hier Film-Equipment. Jetzt haben wir hier auch noch ein Whiteboard. Ich möchte hier noch mehr Pflanzen machen. Und ich möchte vielleicht auch noch mal hier so eine Art Sofa-Ecke. Ich bin mir noch nicht zu 100% sicher, wie es genau gemacht wird. Es fehlen auch noch ein paar Lampen, wie ihr sehen könnt. Aber es sind auch schon ein paar coole Sachen da. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir noch mal rüber und schauen uns das Ganze drüben an. Viele fragen ja, wie viele Quadratmeter sind es? Das sind ungefähr so 220 Quadratmeter. Optimal gelegen zwischen Flughafen München und München City, weil ich habe ja in München auch einen Laden, ein Büro. Ich muss sehr viel fliegen und ich bin hier auch perfekt an der Autobahn. Also auch jetzt, die S-Klasse war schon geil. Jetzt mit Maybach natürlich perfekt hin und her fahren. Vielleicht noch kurz ein, zwei Sätze zum Thema Arbeitsgeräte, Equipment, weil ihr das ja auch jetzt hier schon seht. Ich bin jemand, ich bin auch sehr, sehr visuell. Ich brauche auch wirklich viel Platz zum Arbeiten, viel Platz zum Denken. Hatte ich früher nicht. Ich komme auch aus sehr, ja, persönlich low eher Verhältnissen, die jetzt eher weiter unten waren. Und MacBook mache ich nicht mehr so viel. Also ich bin jetzt wirklich extrem
umgestiegen auf Microsoft, vor allem auf dieses Surface Studio habe ich und auch die Surface Pro 6 Linie, richtig, richtig geil. Auch dieses Schreiben finde ich besser, ich finde die Tastatur besser. Da ist auch nochmal Shoutout an Christoph Kühnapfel, mit ihm und zwei Partnern habe ich auch noch eine Softwarefirma in Dubai und er verwendet auch sehr stark das ganze Microsoft Equipment. Ja, dann gehen wir weiter. Natürlich haben wir auch hier sehr viele Einbauschränke, also es ist wirklich richtig cool gemacht. Dann geht es jetzt hier rein. Hier haben wir die Bäder. Ich hatte letztens ein Telefonat, glaube ich, schon mal erwähnt, mit Jeremy Fragrance. Haben wir uns über Parfums unterhalten. Bei mir stehen immer mal einige rum. Was ich sehr mag, ist, ich mag Tom Ford. Ja, Tabacco Oud verwende ich sehr gern. Ich mag von Tom Ford Fucking Fabulous, mag ich sehr gern. Und dann habe ich noch seine frischeren Düfte, habe ich natürlich auch noch ein paar Stück. Ich habe auch früher nie Parfums verwendet. Heutzutage meist häufiger. Jetzt gehen wir mal hier kurz rüber. Ich glaube, ich noch meine Freundin, Mitarbeiterin. Das ist dann so der Eingangsbereich. Schauen wir mal ganz kurz, schleichen uns ein bisschen an den auch vorbei. Die müssen ein paar Sachen klarstellen. Laufen ein paar Sachen daneben auch. Komm mal mit rein. Also wie ihr auch hier sehen könnt, Leute, wir sind noch nicht ganz fertig. Auch jetzt hier kommt noch ein komplett neues Bett rein, und zwar von Duxiana, also so ein Dux-Bett. Das wird richtig geil. Da hinten sind jetzt halt noch andere Räume, Büros, das kann ich jetzt nicht zeigen, weil da wird gerade gebaut. Aber ich kann euch hier so ein paar Sachen noch zeigen. Hier habe ich neben Kleiderschränke dann meine Ankleideräume hier. Natürlich noch die Kerstin, ihre Sachen. Ich sage jetzt mal meinen Bereich hier. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Wir müssen nicht so krass reinschwimmen. Ne? Machen wir noch ein bisschen was. Hier geht es dann direkt wieder weiter. Auch einer meiner Lieblingsdüfte. Leute, klaut meine Düfte nicht. Ja? Nimmt also hier Vanille, Tabacco, einer meiner Lieblingsdüfte. Was ich auch mag, ist dieses frischere. Lorenz, was sagst du hier zu diesem Costa Azur? Okay. Ist gut, ja. Und? Ich finde die frischen eher besser. Findest du echt? Ich finde die frischen richtig gut. Perfekt, dann nimmst du die frischen und ich die männlichen, ja? Weil wir können nicht beide rumlaufen mit dem gleichen Duft, das geht nicht. Und das, was ich echt ein bisschen komisch finde, ich weiß gar nicht, warum ich das gekauft habe, Tom Ford Black Orchid. Weiß nicht, irgendwie. Das riecht nach Opa ein bisschen. Ja, das ist. Ich weiß auch nicht, was da so läuft, wie das zustande kam, dieser Kauf. Frag mich nicht. Ich würde sagen, jetzt habt ihr mal Crib gesehen, ihr habt Autos gesehen, wir haben ein Business-Interview, beziehungsweise entweder kommt es noch oder wir haben schon. Und jetzt mache ich noch ein bisschen so einen kleinen Talk. Letzter Schluck, geilster Shake, Leute, und zwar der Juicery All-in-One mit Himbeer und Vanille, dann noch mit Banane kombiniert, zwei Stücke Brokkoli gefroren und Bio-Heidelbeeren. So geil, ist auch der meistverkaufte Geschmack und ich glaube, der wenigst verkaufte ist Maracuja. Und mir schmecken aber die beiden am besten. Also wenn ihr euch bei Juicery.de noch was bestellt, unbedingt den Himbeer-Vanille testen und den Maracuja. Jetzt kam noch das digitale Flipchart hier an. Schaut euch das mal an. Zack. Farbe wechseln. Flip. Mal wechseln. Zack.
Geil, ne? Also, wir haben jetzt Autos gesehen, wir haben eine schöne Wohnung gesehen, einige coole Dinge. Das fällt natürlich alles unter das Thema Geld, Luxus, Materielles. Und das ist natürlich eine von mehreren Hauptmotivationen. Manche Leute sagen, hey, sie wollen Geld. Andere sind sehr angetrieben vom Sozialleben, von Sex. Andere von Anerkennung. Andere wiederum sagen Macht. Und natürlich ist es irgendwo eine Mischung aus allem. Manche sagen Sicherheit. Bei mir ist das Allerwichtigste, Leute, Freiheit. Freiheit ist bei mir das Wichtigste. Und Freiheit bedeutet wieder natürlich für jeden was anderes. Der eine sagt, weißt du was, ich habe meinen ganz normalen Job, gehe um 9 hin, komme um 5 wieder zurück. Danach bin ich frei und ich habe die Sicherheit, dass ich meine Miete zahlen kann. Für den ist es Freiheit. Für mich heißt Freiheit Folgendes. Nicht im Maybach fahren, nicht eine geile Wohnung haben. Für mich heißt Freiheit das, dass ich immer, wann ich arbeiten kann, wann ich will. Ich kann arbeiten, wo ich will. Vor allem, ich kann arbeiten, mit wem ich will. Okay, ich kann arbeiten, mit wem ich will, an den Projekten, an denen ich arbeiten will. Und ich kann was aufbauen, wie ich es mir in meinem Kopf vorstelle. Und das ist für mich so die größte Freiheit. Und deswegen ist auch für mich das Thema eigenes Business so wichtig. Und alle anderen Punkte, klar, gute Freundin, gute Kumpels, Anerkennung, Lob, ja. Manche sagen sogar Fame. Bei mir war Fame eigentlich immer nur Mittel zum Zweck. Ich wollte immer zuerst Geld und dann Freiheit und Anerkennung und Fame und Macht und das alles ist schön und gut, will ich auch, aber das hier ist so wirklich mein wichtigster Punkt und überleg mal dir, was so dein wichtigster Punkt ist. Und für mich war immer so, das Ticket in die Freiheit war für mich immer Business und Geld. Und vielleicht ist es für dich auch ganz anders. Und für alle, die sagen, sie wollen in die Selbstständigkeit rein, sie wollen über das Thema Business mehr lernen, gibt es folgende Möglichkeiten. Am 20. mache ich ein Event und am 21. mache ich ein Event, April. Und zwar mit dem Oscar Karim zusammen. Einmal geht es hier darum, wie komme ich in die Selbstständigkeit rein, wie kann ich mich selbstständig machen, wie kann ich im Business starten, wie komme ich auf die ersten 5.000 bis 10.000 Euro Einkommen? Wie kann ich das dann verdoppeln bis verfünffachen? Also hier geht es im Endeffekt um den Einstieg ins Business. Oder du bist vielleicht schon ein Coach, ein Einzelkämpfer, ein Trainer, ein Experte, ein Fachmann und möchtest einfach mehr Kunden gewinnen. Du brauchst ein Geschäftsmodell, Positionierung, Branding. Darum geht es hier. Limitierte Plätze auf circa 10, ja. Einfach hier unten melden und anrufen. Wird eine Telefonnummer da sein. Und am 20. bzw. am 21. haben wir was anderes vor. Und zwar, das ist eigentlich für Leute, die sind schon Unternehmer, die haben schon Kunden, die haben schon ein Business, die haben auch schon Mitarbeiter und die wollen wirklich skalieren. Mehr Leads, bessere Conversion Rates, online wie als natürlich auch offline, Branding, Positionierung, höhere Käuferfrequenz, bessere Preise durchsetzen, bessere Margen, bessere Systeme, Prozesse, Automatisierungen, Mitarbeitermanagement. Also hier geht es wirklich um das Thema Skalierung. Also für beides unten melden. So, jeweils April. Und wer sagt, weißt du was, ich kann nicht zum Event kommen, es ist mir auch irgendwo zu teuer, weil es kostet natürlich Geld, einmalige Sache, der sollte sich die Privatier Gruppe anschauen. Ganz wichtig. Check es unten ab, schau es dir unbedingt an. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat gefallen. Es geht hoffentlich wieder in einer höheren Frequenz weiter. Ich hatte extrem viel zu tun, deswegen wenige YouTube-Videos. Aber ich schaue, dass wir jetzt wieder alle ein, zwei Wochen eins rauskriegen. Es lohnt sich also zu abonnieren. Und wenn die Message nach draußen kommen soll, teilen, irgendwo anders posten. Wir sehen uns.